Das Ding ist nur, ich finde es halt ein bisschen auch scheiße für Cars. Guck mal, er hat ja. vier Singleplayer-Projekte geschenkt. Und die anderen machen Multiplayer. Ja, und ich glaube. Ja, okay, aber ich, nee, aber ich glaube, der hätte schon lieber Multiplayer gerne mitgemacht, vermute ich mal. Ja, und ist halt jetzt blöd für ihn gelaufen, dass er so schnell angefangen hat. Naja, aber er wollte halt direkt starten, weißt du, weil er ist jetzt ein Victory-YouTuber. Ja, aber vielleicht macht er es ja auch, vielleicht macht er ja trotzdem mit, aber naja, nee. Ja, hat er aber auch schon mal gemacht, bei Modern Skyblock hat er irgendwie auch mehrere Projekte gemacht oder so. Junge, aus Ralf Victory 3 hat der ein Nebenprojekt mit Debitor laufen gehabt und hat bei Blender, hat bei Sky World mitgemacht. Ach ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das gar nicht. Zum Beispiel Flint bekommen. Ah, dann hat er zwei Projekte, die gleich heißen, weil das hat ja keinen Namen. Das Ding ist eigentlich auch traurig. Sky Factory 3 Hashtag 1. Ja, stimmt, die heißen ja gleich. Ah, das meinst du? Die haben, ne, die haben nicht mal sich einen Namen einfallen lassen. Ja, das verstehe ich nicht. Die hätten das Projekt Planet World, Skyworld 2 nennen können, finde ich jetzt. Weil es ist ja eh von Spark gewesen. Der hätte den Namen auch benutzen können. Warum habe ich jetzt ein Sand Sibling? Das sind wir kreativer mit unseren Projektnamen. Also ich würde jetzt eigentlich nie ein Projekt zum Beispiel Sky Factory 3 nennen und eine Folge bringen. Nein, das nur nicht. Und vor allem ich so, es wird krass weitergehen, also wartet ab. Ach ja, du erwähnst es immer noch so, ja, das kommt noch. Nein, denkst dir wirklich, es kommt jetzt noch, wo Sky Factory 4 draußen ist. Ich warte jeden Tag. Bis irgendwann die Sky Factory 3 Hashtag 2 die letzte Folge. Oder die letzte Folge Tiny Aura 2 musste noch bringen. Da war ja was. Vergiss alles, was ich gesagt habe und abonniert mich auf Instagram. Ja, Maurice.19-. Ja, kannst du mal aufhören, mich Maurice zu nennen? Das heißt Maurice. Das ist ja. Maurice, Kannst du mal aufhören, mein Deutscher nennt mich auch immer so. Ich hasse es, kein Mensch auf der Welt heißt Maurice. Das wird so geschrieben. Echt? Das wird Maurice ausgesprochen. Ja, aber denkst du... Französischer Name. Denkst du nicht, dass irgendwer das auch so aussprechen lässt? Ah, Maurice? Naja, also ich kann's nicht leiden, Was sagt der immer? Irgendwas mit Notizen oder so hat er mal gesagt. Maurice Notizen. Ach ja, das... Ne. Maurice, ich mach eine Notizen. Jetzt müsst ihr verstehen, was das heißt. Ritzemau. Nee, Maurice, ich mach eine Notizen, verstehst du es nicht? Naja, ich weiß. Sag mein Deutschlehrer immer. Was hast du ja schon mal erzählt, die Story. Was meinst du damit? Was denkst du, meint er damit? Naja, wahrscheinlich, dass du irgendwie hier geschwatzt hast und er macht einen Strich. Dass, genau so ist es. Naja, das war bei unseren Lehrern auch so. Die Mathelehrerin hat bis zur 12. Klasse immer bei den anderen noch Striche gemacht. Zum Glück hat sie die. Habt ihr euch eigentlich morgens begrüßt im Chor? Ja. Jungs. In Englisch immer, good morning. Bis wann? Oh, bis zu welcher Klasse? Keine Ahnung, manche Lehrer bis zur 10., manche bis zur 8. Ich steh gerade so vor, in der 10. Klasse aufstehen. Morgen. Ja, das, ich weiß auch nicht, manche haben da so gesponnen, in Latein zum Beispiel, der Lehrer, oh nee. Julia, weißt du, Frau Melauter, wo wir uns zweimal zwei Stunden hintereinander begrüßt haben? Ach, nee, eine Doppelstunde und dann die zweite nochmal begrüßt. Ja. Sie wollte, dass wir sie nicht vergessen. Ah ja, die 5 Minuten Pause, da haben wir natürlich alles vergessen jetzt. Ach, nee. Ich hab ganz halt gesagt, geh auf die zweite Seite und da ist das Rezept. Ich hab durchgehend geguckt, da war nichts. Dirt, so. Oh, Maurice, ich hab gerade einen Dreckstream, ja. Hier ist nichts, ich drück die ganze Zeit auf O. Nee, ach komm, wenn du so dumm bist, dann nee. Erklär's doch, ich weiß nicht. Du siehst gar nichts, so jetzt seh ich's grad. Ich seh's jetzt grad, aber du hast mir schon mal besser erklären können, finde ich. Scheiße, dann geh ich gleich auf, dann kannst du mich mal. Ja, erklär's doch einfach mal richtig. Beef. Man spürt die negative Energie. Du hättest mir das einfach ganz normal erklären können, das hier war einfach... Hab ich doch! Wo hab ich denn bitte nicht normal erklärt? Geh auf die zweite Seite, ich war aber durchgehend, war ich auf so einem 24er... Ich hab gesagt, drück auf Dirt, ja, weil du auf das falsche Ding gedrückt hast. Jetzt hättest du mir sagen können. Was? Ja, ich wusste doch nicht, was du gerade gemacht hast. Kann ich durch dein Bildschirm sehen, oder was? Ja. Du hast genau aufs Stream geguckt, bist du dumm. Ja, dir ist schon klar, dass das Stream, Zeit... Nein, du hast nämlich genau niemand hast mit mir geredet, als ich gerade was gedrückt hatte. Nein, Maurice, ich guck doch da gerade deinen Stream, Alter. Also, was mache ich gerade? Ja, es ist zeitverkehrt, woher soll ich's wissen? Guckst du gerade den Stream oder was? Hä, was? Was redest du? Ich hab dir gerade gesagt, was mach ich gerade mit Stream? Du, ist es zeitverkehrt, hä?
Ja, es ist Zeitding. Das heißt, wenn du jetzt gerade was sagst, ist es eine Minute später im Stream. Nee, nicht gefragt? Eine Minute, ein paar Sekunden. Ja, keine Ahnung. Nein, eben nicht. Natürlich. Kommt auf den Delay an. Jetzt gerade in einem Stream hätte ich erst das Achievement on the Rock. Ja, genau. Ja, soll ich euch ein Video schicken oder was? Ah, warte, was hab ich schon? Warte. Lala. Okay, ich sag dir, wann es angezeigt wird. Genau. Jetzt ein Bonsai-Töpfe immer. Jetzt. Beim Handy wird es mir jetzt gerade angezeigt. Ja, bei mir nicht. Dann musst du, dann lad mal neu die Seite, Julia. Dann wird's. Ja. Dann ist es meistens aktueller quasi. Ja, also laber nicht, ey. Was für laber nicht? Ich hab bei mir den Chat offen. Halt die Fresse, kein Mensch fällt, okay? Ja, dann scroll ich mit Laber nicht. Wenn ich den Chat offen habe, ist bei mir schon ein Chat statt, Alter. Was warum findest du Laber nicht so schlimm? Naja, ich find's frech. Naja, nicht so frech, gell. Wollen wir nicht erwähnen, was bei dir alles frech ist? Naja, ich würde mal ganz schön meine Fresse halten, okay? Ja, ja. Entschuldige ja, jetzt mal dein Leben, okay? Ja, ich find's so witzig, Alter. Das ist nicht lustig. Warum ist hier oben eigentlich so ein Frosch bei dem Achievement-Book? Dieser Meme-Frosch. Echt? Ja, schau mal das Achievement-Buch rauf, das ungefähr Meme. Oh, ach ja, stimmt. Was macht ihr hier? Ja, da chillt er. Collect 8 Dot-Saplings, oh ja. Clay-Sapling, wie komme ich denn jetzt an die Kaka? Clay-Sapling. Ja, stimmt. Clay-Acorn, Dirt-Sapling, wie komme ich an Clay-Acorn, das ist die Frage. Ja, das kann man in einem Bonsai-Pot oder was machen. Das sind so kleine Mini-Bäume, die automatisch wachsen. Sick, ich hätte eine Idee für dich. Du könntest vielleicht die Folge beenden und könntest vielleicht streamen schon. Ja. Ach, ja, den ersten Stream schon für Void, weißt du? Morgen wollte ich streamen. Nee, aber jetzt schon, wie du selbst davon. Ja, wenn er das Video dann nicht mehr hochgeladen hat. Das lade ich erst. Der hat ja 7 schon gestreamt. Das, alles. Wo Snow Village hat er alles gestreamt, das kam auch noch nicht. Nee, Snow Village habe ich nicht gestreamt, aber Skycraft. Doch, du hast nur Snow Village mal gestreamt. Hä? Hab ich nicht. Hä? Ah, dann hatten wir wahrscheinlich aufgenommen, aber ja. Nicht für Eagles. Ja, wir hatten immer aufgenommen für Eagles, weil ich da mehrere Folgen wollte. Und... Du hast nicht mal dein Haus fertig gebaut, das erste Projekt, wo dein Haus nicht fertig gebaut ja, ist. Weil ich es nicht geschafft habe. Im zweiten, ersten habe ich extra noch gespielt, ey. Ich war sogar genau online, als der Server aufgegangen ist. Ja. Aber ich habe bis zur letzten Folge noch immer weitergearbeitet am Haus. Und dazwischen. Naja, ich glaube, du hast ja was zu Großes vorgenommen für ja. Du wusstest von Anfang an, dass das Projekt eigentlich schon 24 Tage gehen sollte. Ja. Eigentlich. Von 1. bis zum 24. Dezember. Ja. Ja. Naja, ich habe mich verschätzt. Ja, sag mir so. Egal, beim Snowbelch 2 weißt du's. Ja. Stimmt, wann bringe ich das dann? 2020. Wie habe ich schon Erde nochmal gemacht? Sag mal. Ja, mit 5, oder nee. Keine Ahnung. 5 Dirt Recenes und. Ich brauch doch Cobblestone, oder? Ich bekomme noch Cobblestone heraus, oder? Ja, Cobblestone. Ah, hier. Okay, Petrified. So, da ist er. Und eine Chest könnte ich mir schon mal. Wird langsam ein bisschen viel. Der füllt sich bei mir aber nicht mit Wasser, muss ich sagen. Ah, doch jetzt. Als ob. Okay, nice. Dann mache ich mehrere davon. Ja, dann mach ich auch mal gerade mehr. Ich mach gerade auch noch mal einen davon. Ich mach jetzt mal von meinem Handy aus den Stream zu. Ich glaube, ich schreibe eh niemand was rein. Lol. So, und gleich kommen sie alle in den Chat. Und fragen wieder, warum du nicht vorliest. Ja, das ist oft so bei mir. Genau. Oh, das donnert, ey, hier, was ist denn der Weltuntergang? Ich bin zahm, mein Hals ist komplett trocken. Vor allem heute früh hat's geschneit, ey. Ja, Junge, bei mir schneit's hier gerade auch. Was ist das? Am 4. Mai. Ich meine im April, okay, aber im Mai ist schon
sehr ungewöhnlich. Bei mir ist noch schon, bei mir hat's gehagelt sogar noch. Nächstes Mal sitzen wir hier Weihnachten am Pool oder was? Bei 30 Grad. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, na gut, dann würde ich sagen, dann wäre es das gewesen, ja. Schaut bei Rietze vorbei auf Insta, das ist ihm wichtig. Ries.19_. Genau, und ansonsten bei Nils, Kevin und Dings, Julia, alles verlinkt. Und ja, dann mal gucken, wie weit ich komme bis zur dritten Folge. Dann tschüss.